Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Im Vorab jetzt mal gesagt, wundert euch nicht, wenn die Facecam jetzt hier an einem anderen Ort ist. Normal kamen die immer so ein bisschen schräg so zu mir rein und jetzt eher ein bisschen frontal. Es liegt daran, dass ich hier ein bisschen umgestellt habe hier in meinem Aufnahmezimmer. Und ja, wundert euch deswegen nicht. Der Hintergrund müsste trotzdem eigentlich relativ gleich bleiben. Und ja, ich würde sagen, wir müssen heute General Grievous aufspüren und ich schätze auch noch bekämpfen. Und ja, ich würde sagen, let's go! So, okay, also gut. Wir müssen wieder aus dem Jedi-Tempel, glaube ich, jetzt mal rausgehen. Und ja. So. Perfekt. Jetzt muss ich mal wieder kurz laden. Aber es geht hier in dem Spiel eigentlich echt ganz schnell. So, fertig geladen. Dann brauchen wir wieder unser Droidentaxi, wie auch immer. Und dann, ja, müssen wir weiter. Wir sind zusammen mit Cody unterwegs. Jo. Und ja. Also, Cody ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsklone. Mein Lieblingsklon ist eigentlich Fives und Rex. Ja. Nehmt euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Das denke ich auch. Aber Cody, wie gesagt, mag ich auch ganz gern. So. Was ich einmal in den Kommentaren gelesen habe, was ich jetzt hier auch nochmal kurz erwähnen möchte, ist, dass ich mal einen Livestream machen soll. Und ja, was ich da jetzt nicht genau weiß, ist, ob man das erst ab 1000 Abonnenten, also sobald man YouTube-Partner ist, machen kann oder jetzt schon vorher und sonst irgendwie. Also ich weiß es, wie gesagt, jetzt noch nicht irgendwie, wie man das genau macht. Da muss ich mich noch ein bisschen informieren. Wenn es geht, können wir das gerne mal machen. Allerdings, jetzt muss ich jetzt erstmal schauen, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, mich informieren, wie genau das funktioniert. Und ja, ich mache jetzt noch nicht so lange YouTube, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen hab, was das betrifft, noch ein bisschen Geduld mit mir. Ja, ich lerne schon dazu, aber ja, das kann halt schon, wie gesagt, ein bisschen dauern. Und ja, deswegen danke für euer Verständnis jetzt schon mal. Und ja, wie lange brauchen wir jetzt hier? Ah, jetzt. Utapau. Pau City. So. Cody ist schon da. So. Ein Begrüßungs- weiter geht's. Zivilisiert. Stellen wir uns vor und erzählen Ihnen von unserer Mission. Kylo Ren's Kommando Shuttle. Muss wieder kurz laden. Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der 10. Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Armee der Republik uns hier entdeckt hat. Ich schätze durch. Entschuldigung. Hallo, wie geht's denn so? Hello there. Ihr seid am Zug. General Grievous. Ich glaube, er redet mit Ihnen, Sir. Ja. Das glaube ich auch. Okay, nein. Fast schon wieder verkackt. Aufpassen. Bin gespannt, wie der Kampf gegen General Grievous werden wird. Ja, wie gesagt, General Grievous ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in Star Wars. Und ja. Schön defensiv bleiben. Wie ihr schon seht, ich mache richtig Obi-Wan-Move und schön defensiv hier. Bam, bam. Ja, komm her. Ja. Bam, und jetzt rein. Zack. Das wird schon, das ist ja nicht. Kurz rein, nein.
Schön aufpassen. Und move, bam, bam. Nein. Bam. Und jetzt rein. Nein. Raus und zack. Und das erste Leben schon weg von Shadow Grievous. Wow. Dass ihr verloren seid. Das glaube ich kaum. Eine Hand weg. Oh nein, jetzt muss ich wieder klettern oder irgend sowas. Aufpassen. Da ist noch ein Droide. Nicht wundern, ich rede mal wieder nicht so viel. Ich bin wieder ein bisschen concentrated hier. Zack. Fische einfach. Easy. Und jetzt muss ich hier irgendwas drücken oder so. Oder nicht? Du musst dann schon irgendwas machen. Ah, ich glaube, ich muss es so zurückziehen, so rausziehen mit dieser Harpune oder was es ist. Ja, mit so einem Ding. Ach. Easy. Okay. Ah, da kommt so ein Vulture-Droide. Droide vor allem. Droide. Ja, definitiv. Kann ich eigentlich mit dem auch gegen Shadow Grievous kämpfen? Ah, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Das mache ich, glaube ich, schon wieder lieber so. Achso. Nein. Ich drücke immer zu spät F irgendwie. Obwohl ich eigentlich F gedrückt habe, aber das spielt endlich nur so. Nee. Ja, komm her. Fuck, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Perfekt. Bam. Ich laufe sogar noch rein. Also wie dumm kann man eigentlich sein? Fuck. Ich habe fast kein Leben mehr. Komm her. Der hält's auch nicht wieder ab. Und jetzt hinter und... zurück und... nein. Raus hier und... hinter ihm. Ja, wenn man hinter ihm steht, ist eigentlich auch echt ganz gut, um ihn zu bekämpfen. Und... bam. Man kann ja auch in dem Spiel irgendwie Kombos machen. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wie das geht. Ich glaube, hüpfen und schlagen gleichzeitig. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich bin schon froh, wenn ich so kämpfen kann. Klar, da können es ein paar besser, aber... ja, guck, mit den Lichtschwerterwirbel, das kann ich auch. Und weg mit ihr. Und eine Hand weniger hat er jetzt, glaube ich. Zack, ja, hab ich's doch gewusst. Ja, ich kann auch Wirbel mit meinem Lichtschwert. Wo geht er jetzt hin? Oh, nee. Ja, okay. Endlich wieder Droiden zusammenschlagen. Ja, bam, bam. Ja, so geht irgendwie eine Combo. Hüpfen und dann irgendwie noch gleichzeitig schlagen. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig genau. So. Ist noch irgendwo ein Droide? Ah, hier. Mehr. Bam. Wir dürfen General Grievous nicht aus den Augen verlieren. Ah, hier oben. Zack, und hier auf den Aufzug. Ach, einstecken. Und dann nach oben. Perfekt. Ist schon praktisch, wenn man das mit dem Lichtschwert so machen kann. Muss ich schon sagen. So, hier rüberlaufen. Ja, verpiss dich, blöde Droide jetzt. So. Blöde Droide. Drücken. So.
Da hinten kommen Superkampf-Droiden. Ich weiß nicht, ob das... Ja, aber klar, dass sie mich angreifen. Ja, komm her. Die haben absolut krank viel Leben, meiner Meinung nach, diese Superkampf-Droiden. Fast sogar ein bisschen overpowered. Nein, jetzt... Nein, ich sehe nichts. Jetzt kämpft der im Nahkampf gegen mich. Oh mein Gott, der hatte gerade einfach Angst. Das hast du so wie so am Boden. Das war witzig. So, ich brauche glaube Cody. Ja, genau, zum Ziehen hier. E. E. Zack. Und hier hoch. Das kenne ich von dem Spiel Lego City Undercover heißt das Spiel, glaube ich. Da, das habe ich nämlich auf der PS4. Das habe ich mir mal gekauft. Wollte es auch mal ausprobieren als Lego-Spiel. Und ja, da gab es ja auch so Leitern zum Hochklettern. Hallo? Kannst du bitte nach... Jetzt. Ah, und ich bin so dumm und fliege einfach runter. So, jetzt aber. Obi-Wan ist einfach schon oben. Entspannt. Ich nehme jetzt aber auch wieder Obi-Wan. Und da vorne ist der gute General. Oh nein. Das macht natürlich noch das Ding kaputt. Das war ja mal wieder klar. Und ich muss jetzt da irgendwie entlang laufen, oder? Kann ich da irgendwas machen? So, jetzt komm her, General. Mann! Komm her! Ich drücke jedes Mal F und der so... Nein! Nein! Nein, nein, nein! Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Ja, jetzt komm endlich her. Einmal auf die Seite und... Nein! Junge! Mann, ich bin so dumm. Direkt wieder gestorben. Ja, komm her. Renn ich halt weg. Ja, zack und rein. Das war gerade knapp, aber es hat funktioniert. Aufpassen. Aber auch in Star Wars Battlefront 2. General Grievous macht so viel Schaden. Meiner Meinung nach. So. Ich bin so dumm. Bin ich reingerannt? Nein, ich habe ihn noch erwischt. Perfekt. Ja, komm her, komm her. Zack. So, Leute, ich musste nur kurz was holen. Ein Glas Wasser. Okay, weiter geht's. Er hat nur noch eine Hand. Entspannt. So. Ja, komm her, General Grievous. Der Grievous nur mit nur einer Hand. Wie dumm das eigentlich aussieht. Ja, wir können endlich... Bitte, bitte, bitte lass uns gegen Magnawachen kämpfen. Bitte. Ja, wir dürfen gegen die Magnawachen kämpfen. Das wollte ich schon so lang. Sind die stark? Die sind ja absolut lost. Oh mein Gott, warum sind die so lost in dem Spiel? Das ist ja absolut schade. Ich habe jetzt so gehofft, die sind übelst stark. Und jetzt kommen da so komplett schwache Magnawachen. Also das muss ich sagen, in dem Spiel hätten sie besser machen können. Die Magnawachen ein bisschen mehr... Ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen stärker machen, weil die sind ja absolut schwach. Guck mal, wie einfach die ich die jetzt einfach wegfetze. Ich brauche gar nicht blocken, sondern brauche einfach nur draufschlagen. Schade, also das könnte man jetzt wirklich noch verbessern. Muss ich da irgendwas machen? Oder muss... Jetzt komm! Blöder Droide. So, weg mit dir.
Muss ich da irgendwas machen mit den Kisten? Ich hasse diese Kisten. Doch, hier drauf. Oh nein, ich muss ja wieder so eine Treppe bauen oder irgendwas in der Art. Okay. So, jetzt geht's doch nach oben, oder? Ja, endlich. Nein. Fast wieder runtergefallen. Guck mal, diese Superkampf-Droiden sind eigentlich fast stärker wie die Magna-Wachen. Das finde ich absolut schade, wie ich schon gesagt habe. Bam. Hey, komm her. Jetzt geht schon irgendwie wieder da hoch. Das ist eigentlich ein richtiger Parcours hier, wo man hier abliefern muss. Wir müssen Grievous mit Unterstützungsfeuer da durchscheuchen. Cody, könnt ihr Verstärkung rufen? Bam. Ich müsste in der Lage sein, ein Signal von Bam. Okay. Auszusenden. Wo geht's jetzt weiter? Wie hoch? Ah ja, hier. Einstecken. Ach, einfach ein Loch rausschneiden. Okay. Kriege ich, glaube ich, irgendwie hin. Oder auch nicht. Junge, warum funktioniert das nicht? Mein Gott. Ja, nach unten. Nach rechts. Jetzt vielleicht. Ach, endlich. Bam. Bauen. So. Und ich brauche da Cody dafür. Verstärkung unterwegs sein. Wo muss ich? Ach Gott, ich muss da auch noch hoch. Kann ich da den Fahrstuhl benutzen? Wie soll ich da hochkommen mit Cody? Jetzt habe ich es nämlich kapiert. Ich musste da irgendwie mit Obi-Wan drücken, um diesen Fahrstuhl nach oben fahren zu lassen oder wie auch immer. Jetzt hat es funktioniert. Das habe ich kurz gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Perfekt. Und öffnen. Alle Einheiten, bitte komm. Wir brauchen sofort ein TFAT, um Unterstützungsfeuer zu geben. Er meint euch, Cody. Ich muss jetzt mit Cody gegen General Grievous kämpfen, oder was? Nein. Oder? Perfekt. Er ist mal komplett daneben gesprungen. Mann, ich will den jetzt endlich besiegen. Weg mit dir, sonst die Aufnahme habe ich jetzt aktuell schon bei 22 Minuten. Mann. Also jetzt bei 23 Minuten. Ich will die Folge beenden. Die soll nicht gar so lang werden. Komm und... Ja, jetzt komm her. Ja. Ja, komm jetzt her. Ich weich dir aus. Mann, weg mit dir jetzt. Und... Nein, nein, nein. Und so, und jetzt holst weg mit dir. Bam und easy. Ihr seid am Zug. Perfekt und tschüss. So unzivilisiert. Entspannt. Kontaktiert eure Truppen. Sie sollen sich bisschen anders das Ende, aber Lego-Humor, sag ich nur. Gekommen. Führt die Order 66 aus. Anakin, hilf mir! Ah ja. Okay. Ihr wolltet mich sprechen, Kanzler? Ja, es scheint, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat.
Es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, die sie mir verschweigen. Lass mich dir helfen. Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor brachte mir alles bei, sogar über das Wesen der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Was würde ich nicht machen? Vor dem Tod zu bewahren. Also an seiner Stelle. Ich werde aus dem Rat der Jedi übergeben. Meister Windu, ich habe etwas Furchtbares erfahren. Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, Meister. Ja gut, die Szene wollte ich euch noch zeigen. Und ja, jetzt bin ich endlich soweit. Ich hoffe, die Folge insgesamt wird jetzt nicht gar so lang. Meine Aufnahme ist jetzt nämlich bei 26 Minuten. Deswegen, ja, muss ich auf jeden Fall Schluss machen. Danke fürs Zusehen, Leute. Lasst natürlich gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare noch Tipps und Tricks natürlich für das Spiel. Und was ihr sonst noch haben wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao, ciao.